Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir hatten ja hier angehalten, kurz bevor das ein bisschen, ja, grüner wurde. Ich schwenk mal die Kamera. So. Hier, ne, wir waren also durch die Wüste gefahren und dann sahen wir, oh, da kommt jetzt was. Und dann haben wir aber angehalten hier und müssen jetzt, ich kann mich erinnern, da bin ich schon mal lang gefahren, da sind so Serpentinen, das wird ziemlich eng. Sehen wir zu, falsche Taste, sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Ja, den brauchen wir nicht mehr anlassen. So. Ist gerade frei. Ja, soweit. Dann muss der halt ein bisschen langsamer sein. Du fährst mir jetzt nicht hinten in die Karre, ne? Gut. So. War hier. Es kommt auch, glaube ich, gleich 30. Haarpin-Turns, Haarnadelkurven. Ja, ja. Das wird jetzt ziemlich widerlich. Das weiß ich noch. Aber ich denke mal, mit ein bisschen Glück und keinem Gegenverkehr, ne, müsste das zu schaffen sein. Hier sieht man das. Schön Wasser in der Wüste. Eine Oase mit See. Wie herrlich. Herrlich. Aber da müssen wir jetzt hier runter für. Und da ist das natürlich angebracht, wenn wir auf unserer Seite bleiben. Das ging noch. Jetzt kommt die schärfere Kurve. Da ist ja Gegenverkehr hier eisenhart und fährt einem notfalls eisenhart rein in die Karre. Mal gucken, dass wir hier rumkommen. Ja, das sieht ganz gut aus. Wunderbar. Gucken, dass wir nicht über die Linie kommen, ne, weil der Gegenverkehr einen sonst leicht in die Karre fahren kann. Auf der Linie, ja, ja, das sieht gut aus. Da ist schon einer gegengefahren, sieht man, gegen den Felsen, ja. So. Da ist ein Blitzer versteckt auf der anderen Seite, sehe ich. Ob der für uns auch gilt, weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, hier ist noch 30, oder? Ah, ja. So, da hinten ist Burger King. Hat irgendjemand Hunger? Wüstensand als Strand gibt's hier. Schon irgendwie cool, ne? Pio Trek ist im Level aufgestiegen. Wie schön. Ja, Burger King gibt's überall. Auch hier. So, da ist eine Tanke. Ich könnte jetzt mal wieder hier... So, ne, da kommt dann erstmal lange nichts. Dann haben wir ungefähr halb voll. 416 Liter noch. Ich will nicht tanken. Aber ich schaffe das doch sowieso nicht bis hin. Na, da können wir den Spritpreis hier lesen. Naja, konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht sehen. So. Nummer 60. Jetzt geht es nämlich da hinten auch wieder raus. Ist auch wieder so Haarnadeldinger. Hm. Schön vorsichtig. Eine Steigung von wie viel Prozent? Konnte ich auch wieder nicht lesen. Naja. Viel. Viel Prozent. So ein bisschen Schwung. Jetzt wird's haarig hier. Oh. Sollte man jetzt auch Gegenverkehr ist da und was für einer nicht über die Mittellinie kommen, dann sollte das funktionieren. So. Na bitte. Und hier wohnen, ich weiß nicht. Ist doch ein bisschen verlassene Gegend. Da kriegt man ja Trübsal.
Aber Urlaub machen mal 14 Tage hier, warum nicht? Auf der einen Seite die Oase mit dem See und auf der anderen Seite Wüste, Wüste, Wüste. Hätte irgendwie schon was Reizvolles, muss ich ja sagen. So, 7 sage ich schon. 70 ist erlaubt wegen der Sandstürme oder bei Sandstürmen. Jetzt ist 90. Und jetzt sind wir wieder voll in der Wüste. Ich würde mal sagen, hier kann man die 85 einloggen. Man kann die Straße kaum noch sehen, weil der Sand immer darüber weht. So, 85 festgemacht. Ach ja, Sahara, Sahara. Aber es ist ja schon 18 Uhr, sehe ich gerade. Das heißt also, nicht mehr allzu sehr lange, dann müssten wir uns wieder ein Nachtlager suchen. Es ist bereits Sonntagabend. Ja, und nü? Knallt es? Ich gucke ins Spiel. Ja, hat voll gekracht. Total geil. Ja, da haben die irgendwie bei den letzten Updates was verändert an der KI und jetzt machen die auch schon mal ganz gerne einen Unfall. Das finde ich immer ganz witzig. Könnte man sehen, also links im Spiegel, dass die aneinander gedonnert sind. Na, der schafft das noch. Gähn ein bisschen, Entschuldigung. Ist aber auch so ein bisschen gähnend, ne? Hoffentlich verliere ich jetzt nicht ganz viele Zuschauer, weil hier so Wüste und. Nö. Aber ich finde es irgendwie geil. Ist schön gerade, da kann man doch mal nochmal das machen. Ja. Kaum lässt man das Steuer los, geht's schon wieder anders her. Dann nähern wir uns einem LKW, der langsamer vor uns unterwegs ist. Tja, was würde ich machen als Truckerin hier so bei so einer Strecke? Schnurgerade, eintönig. Wichtig ist hier natürlich erstmal, dass einen die Müdigkeit nicht überfällt. Ich denke mal, ich würde mir schöne Musik anmachen. Bisschen was zu knabbern hinsingen, so ein paar Bonbons lutschen. Dose Cola dabei. Ja. Oder wenn denn Verbindung besteht, telefonieren. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier ein bisschen schwierig wäre. Ja. Da finde ich also bei solchen Straßen, die also wirklich zig oder hunderte Kilometer einfach so durch die Wüste führen, da müssen so Masten aufgestellt werden. Vielleicht ist es das ja auch inzwischen. Ah, da ist das andere UFO. Hier gibt es nämlich noch eins. Da fliegt es rum. Kann man sehen, ne? Gucken wir mal von außen. So, Mobilfunkmasten sollte man da entlang stellen, dass die Leute, wenn die hängen bleiben, Hilfe rufen können. Ja, UFO. Sau geil. Da ist es wieder. Mal außen gucken. Ja, ist schwierig da.
das besser zu kriegen. So, da müsste man schon mit der Außenkamera unterwegs sein. Also mit der freien. Aber ist ja nichts großartig Interessantes. Aber ich finde, das hat einen ganz netten Gimmick. In Spanien gibt es auch noch eins. Also hier in der Wüste sind zwei UFOs und in Spanien irgendwo gibt noch eins. Oder gab es mal. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Und das ist auch genug. Mehr davon wäre dann doof. Ja. Normalerweise hat man ja, dass man, wenn man ja so hat, nur, dass man nur Straße sieht auf dem Navi. Aber ich kann so groß schalten, wie ich will. Es ist nichts zu sehen, außer dieser einen Straße. Ja, da unten sieht man so ein bisschen was. Also das müsste jetzt so langsam sich aber der tunesischen Grenze nähern. Wir müssten also Algerien eigentlich bald durchfahren haben. Wahnsinn interessantes Land, ne? So abwechslungsreich. Aber die Vögel, wo sitzen die? Wo sitzen die Piepmetz hier? Kann mir das mal jemand verraten? Ich sehe keine Bäume, aber ich höre Vögelgezwitscher. Vögelgezwitscher? Nein, ich höre Vogelgezwitscher. Ja, ja. Aber der fährt wohl doch genauso schnell, weil ich krieg den gar nicht ein. Finde ich auch ganz gut. Oh, 19.30 Uhr ist schon durch. Schon 7:30. In Wirklichkeit wird es jetzt hier dunkel werden. Ja, auch im Sommer sind die Tage hier so weit im Süden nicht so lang, natürlich. Je näher man dem Äquator kommt, desto undeutlicher ist der Sommer-Winter-Veränderung. Und je weiter man an die Polen kommt, desto deutlicher. Deswegen hat man ja auch in Polarnähe dann so die Winter- und Sommernacht, wo es gar nicht hell oder gar nicht dunkel wird über eine längere Zeit. Ja. Ah, da sind wieder Berge zu sehen. Auf der Seite kann ich das ganz gut machen. Ja, ja, ja. Ja, ist bald wird's wieder interessanter, versprochen. Ja, Berge. Oh, das habe ich jetzt aber schon gut gehört und gespürt. Warum biegst du immer ab, wenn ich mal Außensicht mache? Sofort verreiße ich das Lenkrad. Dabei berühre ich das gar nicht an. Katharina bringt Kohle. Was haben wir eigentlich? 477 Millionen. Seit ewigen Zeiten taste ich mich der halben Milliarde ran. Naja. Halbe Milliarde? Na, schon was. Ist gar nicht mehr so viel. Ach ja. Einöde, einöde. Die ganze Folge nur. Ja gut, am Anfang hatten wir die Oase und jetzt die ganze Folge nur einöde. Aber da kommt was. Auf der Karte ist zu sehen, da kommt eine Abbiegung und da kommt eine Tankstelle. Das könnte schon die Grenze nach Tunesien sein, da die Tankstelle. Und dann wird es auch interessant. Dann fahren wir nämlich durch Tunis durch erstmal, ne? Das ist eine ziemlich große Stadt schon. Da gibt es ja auch den Flughafen. Und Tunesien ist gar nicht so wüstig. Also, wenn man in Tunesien, das stimmt auch so, an dem Küstenbereich entlang fährt, dann ist das noch einigermaßen grün. Erst so im Landesinnere, weiter in Süden, da wird es dann richtig wüstig, das so aussieht wie hier jetzt. Aber wir fahren da ja im Küstenbereich, wo das nicht so trocken und dröhig ist. Ist dann ein bisschen abwechslungsreicher. Trotzdem hat die Wüste hier irgendwie ihren Reiz. Das ist toll gemacht. Mir gefällt das gut. Kann man schon sehen, da kommt doch dieser Abzweig. Müsste jetzt auftauchen da. Ah ja. Ich glaube, ich kann da was sehen. Da sehe ich erstmal Berge.
Und da steht ein Schild. Anderer Straßenbelag. Hier ist 80 erlaubt nur. Ja gut, 85. Na, wenn sie blitzen, ein bisschen runtergehen. So. Nach Batna und geradeaus nach Tunis, genau. Ich denke mal, da vorne die Tankstelle, die jetzt kommt, wird die Grenze nach Tunesien sein. Dann sind wir wieder in einem eher lieben Land, wo man durchaus auch mal Urlaub machen kann. Algerien würde ich dringend von abraten. 70 gilt nur bei Sandstürmen und ich glaube, im Moment kann man das jetzt nicht Sandsturm nennen. Aber trotzdem würde ich jetzt hier nicht so schnell fahren. Das ist ja doch ein bisschen kurvig hier. Jetzt ist nämlich auch 60. Ja, ja. Wegen der Kurven. So. Genau. Parkplatz in 200 Meter. Was sagt der Tank? 300 Liter? Komme ich mit 300 Litern durch ganz Tunis durch? 1000 Kilometer. Ja, so, hier ist die Grenze. Wir sind in Tunesien. So. Dann mache ich hier mal ganz kurz Stopp. Wir haben jetzt 21 Uhr. Das heißt, wir übernachten hier auch. So. Wo ist der G-Punkt? Genau. Zack. Motor aus. Hier werden wir übernachten und dann geht's beim nächsten Mal durch Tunesien weiter. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye bye. Tschüssi.